So, Tagesordnungspunkt Nummer 1, Bewerbung. DOL, Bus, 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 Bus. So, 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 so. Bus haben wir ja gestern gemacht. Muss ich mich bewerben? Bewerbung. Busfahrer Henry McCarthy. Hallo, Vorschau. Toll, toll, toll. Abschicken. So. Also, da war ja ein Kurierjob, hat er gesagt. Golfsa. Da! Ui, das ist weit weg. 3 Kilometer. McCarthy, hallo. Schönen guten Morgen, Thilo Wack, Geschäftsführung der Vestansiedlerloh. Hallo. Ich habe gerade Ihre Bewerbung gelesen und wollte mal fragen, ob Sie spontan um 12 Uhr Zeit haben für ein Vorstellungsgespräch. Ja, hätte ich. Alles klar, dann kommen Sie doch mit um 12 Uhr zu uns zum ZOB, ja? Okay, alles klar, dann bin ich um 12 am ZOB. Okay, Das danke, ging ja bis schnell. dann. Bis dann. Ciao. Jo, tschüss. Okay, ZOB. Wie weit ist denn das weg? ZOB da. Ah, 1,2 Kilometer. Ja, auch nicht gerade um die Ecke. Ich brauche trotzdem noch einen Geldautomaten. So. Ja, dann musst du dich aber melden. Okay, ja, dann melde ich mich jetzt Genau. offiziell bei dir. Ja. Nee, also du musst halt wem schreiben, ne? Also, weil wir wissen ja nicht, wann du Zeit hast. So 1,5 Stunden oder so musst du den einplanen. Ja. Genau. Damit wir das halt so, schreibst du uns einfach an die Controlling-Adresse, wann du Zeit hast. Und dann können wir das gerne machen, ne? Okay. Genau. Du gehst jetzt ja außer Dienst, Weil oder? ich mache jetzt euer Vorstellungsgespräch gerade mit dem Herrn da. Also, okay. Ja, auch. So, Sie hatten sich beworben? Hallo, ja, ich grüße Sie. Ich Alles hatte mich klar. beworben. Ich Da hatte kommen Sie mich mal mit. beworben. Ja, wunderbar. Viel Glück, Sir. Dankeschön. So, tragen Sie gerne rot. Ja, rot und schwarz. Oder wie kommt es, dass Sie komplett in Rot gekleidet sind? Was haben Sie so bisher gemacht? Vor Los Santos, in Los Santos und ja, einen kleinen Background. Wo kommen Sie Ja. her und so weiter? Ja, da fangen wir doch einfach rückwärts an. In Los Santos habe ich noch relativ wenig gemacht, außer angekommen, eine Wohnung gesucht und gefunden und versucht, die Stadt ein bisschen zu erkunden. Also das Fahrrad, mit dem ich gerade hergefahren bin, besorgt und ja, versuche jetzt, ja, mich ein bisschen einzuleben, die Stadt kennenzulernen. Da habe ich ziemlich schnell gemerkt, das lässt sich besonders gut auch mit dem Bus machen, also sowohl vom Flughafen hier rein in die Stadt, als auch dann ja, Rundtouren, ob das die City-Linie gewesen ist, mit der ich jetzt mehrfach gefahren bin, komplette Tour gefahren bin, als auch die Nordlinie gestern mal ausprobiert habe, weil ich den Norden mal sehen wollte. Das ist mit dem Fahrrad ein bisschen weit. Genau. Ja, also Busfahren ist jetzt, hat sich sozusagen angeboten. Ihre Kollegen hatten ja auch ein bisschen Werbung dafür gemacht, mich dafür interessiert, Busfahrer als ja, Berufseinstieg hier in Los Santos zu probieren. Und daher meine Bewerbung. Ich habe vorher überhaupt nichts gemacht, was mit Busfahren oder sowas zu tun hat oder öffentlichen Personennahverkehr. Bin Programmierer eigentlich, komme aus New York, also bin jetzt vor einigen Tagen, kann man sagen, hier gelandet. Habe dort in New York lange für Startups gearbeitet, in den 25 Jahren, in denen ich jetzt lebe. Also nicht in den ganzen 25 Jahren, aber so ab dem 17. Lebensjahr habe ich dann sozusagen dann dort auch ja, programmiert und versuche das auch wieder ein bisschen hier in Los Santos. Das lässt sich aber langsam an und Sie kennen das vielleicht, hier stehen ja auch ein paar Computer herum, die kosten einiges an Geld und da muss ich mir erstmal so ein Startkapital verdienen, damit ich sozusagen dann meine Tätigkeit hier wieder nachgehen kann. Genau. Also die Schichteinteilung läuft grundsätzlich wie folgt: Sie können fahren, wenn Sie wollen.
Wir haben 24 Stunden Betrieb. Das heißt, wenn Sie da sind und Bock haben, fahren Sie Bus. Ja, das klingt natürlich ultra flexibel. Grob zusammengefasst. Ja. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, Sie sind ja ab jetzt von sonntags um 12 haben Sie Bock zum Bus fahren, fahren Sie Bus. Haben Sie montags um 1 Bock haben zum Bus fahren, fahren Sie nachts um 1 Bus. Kein Problem. Ja. Es gibt ein internes Schichtsystem, wo Sie sich nur eintragen müssten und dann mit den Kollegen absprechen, auf welche Linie Sie gehen. Die Schwierigkeit auf meiner Seite ist, ich habe hier im Staate noch keine Fahrerlaubnis, sowohl für PKW als auch für Busse. Das müsste ich alles noch machen, genau. Das ist tatsächlich bei fast allen Mitarbeitern hier der Fall. Das machen sie einfach während der Ausbildung. Das heißt, sie sind so lange in der Ausbildung, bis sie die entsprechenden finanziellen Mittel haben. Dann strecken sie das erstmal vor, LKW-Führerschein und PPS. Das sind insgesamt, glaube ich, wenn sie noch gar nichts haben, wären das 920 Dollar. Ja. Also für PKW, LKW und Personenbeförderungsschein. Mhm. Die mal da oben, weiß ich jetzt nicht ganz genau aus dem Kopf. Und wenn sie das dann haben und die Ausbildung bestanden haben, was übrigens bisher bis auf 2 Mitarbeiter von, glaube ich, 80 inzwischen, die wir eingestellt hatten, jeder geschafft hat. Also Sie sehen, das schafft eigentlich jeder. Danach bekommen Sie das von uns erstattet. Nächste Situation, bzw. die nächste Frage generell, was ist wichtiger zu beachten? Die Straßenverkehrsordnung oder die Einhaltung des Zeitplans, den wir haben? Die Straßenverkehrsordnung, ich glaube, da gibt es keine Frage. Mhm. Okay, wunderbar. Das reicht mir schon mal soweit. Dann könnte man sagen, ich stelle Sie gleich ein. Dann machen wir die ganzen Formalien fertig. Entschuldigung, das dauert ungefähr eine halbe Stunde. Mhm. Und wenn Sie dann noch Zeit haben, dann können Sie theoretisch sogar direkt mit der Ausbildung anfangen. Okay, so, dann, ja, leg mal einmal los. Also hier ist halt das Büro der Geschäftsführung und von Controlling. Ja, und den Rest zeige ich dir jetzt. Alles klar, ich laufe dir hinterher. Mhm. Wir haben unser Besprechungsraum, hier finden immer, und Pausenraum, hier finden immer sonntags um 17 Uhr unsere Dienstbesprechungen statt. So, hier findest du dann unseren Hauptbereich von den Bussen. Wir haben 4 Linien, Nord 1, City 1, Nord 2, City 2. Jawohl. Und hier werden quasi immer die Busse abgestellt, wirklich dann zum Fahren. So, hier kommen halt immer die Busse rein, die dann beschädigt sind, ne? Ah, okay. Da sind ja einige Busse. Oh, das passiert. So, hier ist dann dein Spind. Guck mal, ob du da rankommst und ob ich dir die richtige Größe ausgesucht habe. Das sieht gut aus. So, gut, darfst du auch im Dienst tragen, das ist kein Problem. Ja, das geht, glaube ich, auch, oder? So. Ach so, stimmt. Hier kannst du dich einstempeln. Guck mal, ob das funktioniert. Okay. Ja, ich glaube, das hat geklappt. Es hat ein Geräusch gegeben. Genau. Wichtig ist zum Dienstbeginn immer einstempeln und zum Dienstende logischerweise mal ausstempeln, ne? Ich habe gerade eine Bierflasche in der Hand gehabt. Willst du auch eine alkoholfreie? Nein. Tatsächlich alkoholfrei. bitte hier sowas hier nicht machen, weil das könnte halt sonst ein bisschen seltsam wirken, wenn du hier mit einer Bierflasche rumläufst. Ja, das kann ich verstehen. Das ist mir auch eben gerade eingefallen, weil ich das Einzige, was ich mitgenommen habe. Aber okay, es ist tatsächlich alkoholfrei. Ich würde eine spendieren, tatsächlich, um es zu beweisen. Alles gut, passt schon, glaube ich dir auch so. So, hier ist noch einmal Toiletten. Ja, gibt es denn weibliche Busfahrer, wo ich es gerade sehe? Ich habe bis jetzt nur männliche Kollegen getroffen. Aktuell leider nur 2. Wir waren mal 9, es sind nur noch 2 inzwischen. Okay. Sehr männerlastig momentan. Hier kommt dann das sehr spannende Teil. Wir haben auch eine kleine eigene Küche. Der ist ja ziemlich voll. Genau, da immer natürlich in Maßen bitte, ne? Auch nichts für privat mitnehmen. Mit Lebensmitteln und mit Getränken vor allen Dingen. genau. Und wie gesagt, das ist rein für den Dienst gedacht, nicht für privat, ja? Da bin ich erstmal dann jetzt in Pause und bin auch zur Dienstbesprechung nachher wieder da. Alles klar, okay, dann vielen Dank. Okay, okay. Bis gerne und viel Erfolg. Bis denn. Ciao. Ciao. Hui. Oh, da ist er. Hallo. Hallo. Hi. So. So. Ja, hallo. Drei Ausbilder. Das ist der Henry. Viel Spaß. Wo ist mein Azubi? Da ist mein Azubi. So. Hier bin ich. Hallo. Was kannst du jetzt alles? Komm, wir fahren erstmal los. Komm. Ich kann komisch gucken und reden. Das war's. Ach du meine. Ich war der, glaube ich, derjenige, der gestern noch nach Hause gefahren hat, ne? Ja, genau. Ja, genau, das war's.
Wir nehmen den blauen hier, ich muss nur noch kurz den holen. Hereinspaziert, alles hereinspaziert, hat sich schon. 12 auf der City 1 mit Bus 5, Ausbildung 15 mit Fahrt. Check, check und check. So, Henry war's, ne? Ja, genau. Ja, ich bin James, hi. Hi James auch mal. Hast du mitbekommen? So, allererste Regel. Wenn du pinkeln musst, sagst du sofort Bescheid, damit wir Bescheid wissen. Und dann auch anhalten und auf dich warten können. Jawohl. Also nicht, dass du auf Toilette rennst und wir kriegen es nicht mit und dann stehst du irgendwo und musst eine Runde warten. Das ist nicht so cool. Ja, genau. Okay. Nächste halt, Stadt. Ansagen kannst du bestimmt noch nicht. Nee, noch nicht. Ich habe auch die Reihenfolge noch nicht im Kopf. Wobei ich wäre jetzt selber drauf gekommen, dass das der Stadtpark ist. Ja, das könnte man drauf kommen, ne? Das ist so. Aber hier fährst du immer auf die Mittelspur, weil wir wollen ja nicht rechts fliegen, sondern fahren geradeaus. Dann aber hier schon wieder rechts rüber. Was hat ein Tilo mit dir jetzt alles schon gemacht? Also ich habe das RDP gerade angeschaut, habe eine Menge Hausaufgaben bekommen mit Telefonnummern speichern und sozusagen ja die ganzen Dokumente da durchlesen. Das kannst du natürlich auch machen, wenn du eingestempelt bist, ne? Stempelst dich ein, selbst wenn keiner da ist, stempelst du dich ein, setzt dich entweder hinten ins Büro oder jetzt hier vorne auf der Couch oder so, wo du gerade warst. Mhm. Dann machst du das. Und schon bin ich raus. Ja, hallo James, da hat's mich aus dem Bus gefeuert. Musste ich direkt mal raus auf Toilette. Achso, warte, ich muss aufschließen, ja, schon Pfeffel. So, geht. Ich hatte abgeschlossen. Weil letzte Woche Sonntag erst ein Kollege von uns hier in ein Haus der letzte überfallen wurde. Ah, okay, direkt nachdem überfallen. Auf Toilette war. Okay, ja, das ist schlecht. Erstmal musst du CT1 und Nord 1 haben, dann wirst du befördert zum Juniorbusfahrer und dann kriegst du die Nord 2 und die City 2. Wenn du das hast, dann bist du fertiger Busfahrer. Alles klar. Genau, dann hier. Aufpassen, verstecktes Stoppschild, das sieht man immer. Ja, stimmt. Spät, weil es so um eine Kurve rumsteht, sieht man das nicht ganz so gut. Genau. Ja. Dann hier am besten die linke Spur nehmen, weil die rechte Spur jetzt hier in der Kurve mal sehr zugeparkt ist. Okay. Ja. Dennoch, wenn wir hier auf dem kurzen Grandstück meistens dann schon die Ansage für die nächste Haltestelle machen, weil guck mal hier ist alles ja, vollgeparkt. Gutes Beispiel, ja. Bus rum war es das. Nächster zentraler Omnibusbahn. Diese Fahrt endet hier. Weiterfahrt der Linien City 1, Nord 1 und City 2 um 14 Uhr. Oder kannst du auch sagen, Umsteigemöglichkeit zur Linie, so und so. Mhm. Da kannst du so rum reinfahren, das würde ich dir empfehlen, oder halt kannst du von vorne und dann rückwärts rein einparken. Das würde ich dir aber nicht empfehlen, weil das, ja, wenn du vielleicht ein bisschen geübt hast, mit dem Bus zu rangieren, ja, gut. Dann kann man das probieren. Ja, hier ist die Chance, alle Busse kaputt zu machen, mit einmal. Ja. Die beste Parkordnung hat der Tilo auch schon erklärt, welcher Bus wohin kommt, also welche Linie. Nee, hat er noch nicht. Hast du schon Hofrundgang gehabt? Ja, Hofrundgang schon, aber die Reihenfolge haben wir noch nicht gehabt. Ja, dann mache ich das noch schnell mit dir. Lia, du kannst sitzen, wenn du von mir aus oder halt mit rauskommen, mir egal. Okay. Das ist dann aber erstmal aus. Dann wartest du, bis vollgetankt ist, und dann nimmst du den Schlauch wieder raus, hängst ihn ein und steigst wieder ein. Ja. Genau. Das ist. Na, ein Glück, dass das hier schnell geht. Ja. Also, das mit der Eingabe und so, das machst du immer, der hält sich gerade so nebenbei. Theoretisch kannst du auch Karte ranwerfen, das erkennt dann auch so. Mhm. Das geht dann relativ schnell, genau. Deswegen. Eine Ausbildung dauert es immer ein bisschen länger, das erklären, aber ja. So. Genau, dann einsteigen, schon mal Motor anmachen, dann siehst du, aha, ist vollgetankt, hat funktioniert. City 1, Tankstopp beendet. So, dann. Das hat ab. Aber hier dauert. Hallo, das ist Ausbildung. Er hat eine Kleinmenge getankt, ja.
Ich musste dem Azubi erklären, wie man tankt. Der hat noch nie getankt hier im Start. Ja, ist doch gut. Lass mich doch auch mal. Nee. Hat jeder mal seinen Rücken reingehalten. Boah. Geht das denn normalerweise schneller, das Tanken? Naja, normalerweise, du gehst da ran, hältst deine Karte ran, machst die Eingabe aber schon und hältst deine Rüssel an, das geht dann alles automatisch, geht dann alles ein bisschen schneller. Und ein bisschen im Rhythmus drin, da. Ich habe das Gefühl, das geht in Zukunft nicht mehr so lang, so schnell. Na, und hinter uns, das sind die Ersatzbusse, stehen gerade nur zwei, weil die anderen zwei in der Werkstattenwelt kaputt sind. Der eine ist letztens ausgebrannt. Oder der hat ein bisschen gekokelt. Okay. Der andere, dass er Türscharniere kaputt muss dazu erst kommen und die Tür wieder richtig festmachen. So, das war's. Ja, sehr gut. Normalerweise hätte ich jetzt noch gefunkt, City 1 Ankunftszelle B. Echt? Aber weil wir sowieso die letzten sind und alle was raus zuletzt sind. Sechs Stunden, sechs Stunden. Jetzt hast du keiner mehr mit. Ja, also keine Neuigkeit für die Kollegen. Dann hat Henry jetzt einen Job. So. Und dann tauschen wir mal das Bier gegen gegen Wasser. Das sah, glaube ich, wirklich komisch aus, wenn ich da mit einer Flasche Bier rumlaufe. Er hat aber nachgeschaut, das war interessant. Ja, dann 17 Uhr. Bis dahin.